dass ich eine an der Glocke habe, aber das ist mir so scheißegal. Gut. Ja, wir waren gestern erst live, aber heute konnte ich es mir auch nicht verkneifen. Also, ne, also ich bin so ein bisschen momentgeplättet, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also ganz ehrlich, also das macht mich echt, weiß gar nicht, sprachlos, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls heute Vormittag, erstens war der Postbote da, der sagt halt zu mir, ich habe für Sie ein Päckchen. Da habe ich mal wieder gedacht, hä? Bei der Postbote, weil ich habe, ne, bei den anderen hätte ich gedacht, DHL oder so, ne, das wusste ich ja, ne, das hatte mir ja Caro gesagt. Und naja, jedenfalls, ja, da war ein Päckchen. Und da stand ja natürlich mein Häschen, ne, Melanie, ne. Und der sagte, er war aber schon mal da. Im letzten Jahr, aber da war ich nicht da. Ich sage, nee, da war ich nicht hier, habe ich gesagt. Ne? Da war ich unterwegs. Also ich habe Weihnachten woanders verlebt. Ja, jedenfalls, ne, wie immer, Melanie ist der Burner, ne? Die sagt auch nichts um. Ne? Aber jedenfalls zeige ich jetzt erstmal von ihr, was ich bekommen habe zu Weihnachten, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, aber ich fand es so süß. Ne, also, ne, und sie weiß, dass ich Katzen liebe, dazu, ne, Alter, ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Also, wie gesagt, letztes Jahr mit den Paketen, dieses Jahr mit den Paketen, das war der Burner. Also, ne, Melanie, so hier, wie gesagt, heute Morgen, das kam per Post, also nicht DHL, einfach Briefkurier, ne, also hier ist was los, ich sag's euch. So, dann hat sie mir erstmal eine Karte, wie mein Hasi ist, ne, wie immer. Dann hat sie geschrieben, liebe Bella, dir und deinen Lieben wünsche ich, was wünsche ich, boah, ihre Schrift. Ey, schreib doch mal vernünftig. Alle Schriften kann ich auch nicht lesen. Ach so, dir und deine Lieben wünschen einen Kreis, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Gruß, Kuss, Mail, ne? Unsere Melanie. Ja, bist du. Ah, du bist ja auch da, cool. Ne? Jedenfalls so ein Herzchen, ne? Wie unsere Melanie eben ist, ne? Wie gesagt, Leute, sie näht Handtaschen, sie macht so viel bombastische Sachen, echt Hammer. Ich kann per Link wirklich noch Kommentaren ihre Seite geben. Immer, ich habe von ihr 3-4 Handtaschen, Kränze habe ich von ihr, boah, ich weiß gar nicht, Engels, alles, ich habe so viel von ihr, also die macht das mega toll. Also kann ich nur empfehlen wieder. Ja, und was habe ich gekriegt? Eine Miezekatze. Die nicht süß. Die ist doch wohl umwerfend, ne? Hier hat sie nur einen Anhänger. Warte. Das hat sie mir dann noch zu Weihnachten geschickt, bloß das kam erst heute an, aber das fand ich echt cool. Ist die nicht süß? Ja, die werde ich auch nachher so aufhängen sofort, ne? Also ich finde die richtig knuffig. Die ist voll süß. Nein, aber wie gesagt, sie näht das alles selber, ne? Sie ist auch sehr kreativ und die macht das toll. Sie hat einen Shop, ne? Also die macht das wirklich, ich finde diesen Anhänger auch so ganz toll, ne? Also, ne? Und gemalt hat sie das auch selber, ne? Die macht ja auch diese Fimo-Figuren und, ach, weiß der Geier, die macht so viel. Hammerhart. So. Und dann habe ich noch von ihr eben was zum Schlickern gekriegt. Aber ich wette 100 Pro, dass sich mein netter Männchen, nettes Männchen, die sich für so krallt. Ich kenne ihn. So schnell kann ich gar nicht gucken, wie die Süßigkeiten weg sind. Aber er kann es ja verkraben. Ne? Also das finde ich ganz süß. Ne? So, dann habe ich von Caro auch noch was gekriegt. Auch noch was zu Weihnachten, weil das irgendwie nicht lieferbar war, wie sie sagte. Ne? So, ich trinke jetzt meinen Tee. Siehst du? Ist gesünder für Magen. Ganz ehrlich.
Hallöchen, Maus, wie geht's dir? Geht's dir schon ein bisschen besser? Wir haben ja gestern ein bisschen geschnackt, ne? Geht's dir ein bisschen besser? Hier. Oh, lila, ne? Steht alle auf lila. So, ich glaube, das reicht jetzt mal langsam an Kartons. Aber gut, dann habe ich eben genug Kartons, ne? So, Kinder. Wieder. Unique. Haufenweise. So, alles neu, muss man aufpacken. Kusel, Kusel. Dann fangen wir mal hier mit an, ne? Wo ist die denn? Wo ist ein Karo? Gerade sagt sie so zu mir, ich bin dabei. Ja, wo ihr steckt sie, die olle Kuh? Zicke. Ja, wird mal Zeit, dass du kommst. Ich hab schon angefangen. Hast die Hälfte schon verpasst? Schäm dich. Zack, zack. Also, das ist die Foundation, ne? Ich weiß auch noch nicht, wie das funktioniert, aber schütteln wir mal, ne? Oder irgendwie so war das. Ja, wenn was ist, ruf an, ne? Wir sind da, ne? Kein Thema. Ja, war wieder klar. Facebook, wie immer. So, Kinders. Das sieht aus wie Schlamm, ne? Kannst du drücken. Aber nicht in die Augen, ne? Der kommt auf den Pinsel, irgendwie so war das, ne? Und dann verreibst du das mit der Tagescreme. Irgendwie war das so, ne? Ja, kannst du nicht. War heute Morgen noch genauso, wo ich dein Live geguckt habe. Zack, weg warst du. Und angezeigt wurde es mir auch später. So ein Käse hier, ey. So. Ne? Machst du irgendwie, ich glaube, zwei, drei Tröpfchen auf so eine Pinseline und mit der Tagescreme. Und dann kannst du das, die Prozedur, den Kleister verreiben. Ja, Kleister, ey. Was haben wir denn hier? Ach, geht das Gepacke schon wieder hier so los? Hauptsache, da steht nur braun drauf, ne? Ich wollte nicht jetzt schon wieder lesen. Schreiben immer so klein. Oh nein, steht braun drauf. Wow! Ich wollte ja. So, Kinders. Sieht er? Eine Borste. Aber sag mal, Männer schminken sich ja auch. So ist es nicht, ne? Die so gothic-mäßig sind, ne? Ich kenne auch einen. Der schminkt sich auch. An die Foundation schnuppern. Ich schnupper mal. Mein Assistent ist am Zocken. Der hat wieder. Ach nee, der guckt gerade Let's Plays an oder irgendwie was. Keine Ahnung, der guckt sich gerade was an. Aber jedenfalls ist er am Zocken. Oh, die riecht aber lecker. Yam, yam. Ja, essen wollte ich es nicht. Lazy fragt gerade nach dir. Wo ist dein Assistent? Geil. So, das ist im Braun. Ich wollte mal braun. Der entspannt gerade, hast gehört? Künstlerpause. Nein, mein Bruderherz ist auch Gossip, der schminkt sich auch. So, den habe ich heute mal getestet, hier so, ne? Also Kajal, also nicht direkt auf meine Wasserlinie daneben. Die Farbe finde ich echt cool, muss ich sagen. Ne? Das ist so, weiß ich nicht, so ein Grün. Grün, Silber, Metallic, würde ich sagen. Ja, würde ich so sagen, ne? So grün Metallic. Also echt schick. Sehr schön. Mich erst gewundert, hä? Ja, auch wieder noch zu Weihnachten, ne? Ja, was man nicht alles so kriegt. Gut. So, hier ist noch ein Splash für die Lippen. Hab mir gedacht, weil ich habe so nichts groß auf den Lippen getan. Ich kann es ja. Was? Ja, siehst du? Ich sehe das wieder nicht. Du sollst rankommen, sagt er. Der guckt wieder. Ja,
Eine Beauty-Maske. Oh ja. Fehlt noch der Pinselide. So, das ist der Splash für die Lippen. Das Design finde ich ja affengeil, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Im Moment stehe ich so ein bisschen auf Lila. Keine Ahnung, weil mich alle anstecken. Weiß nicht. Eigentlich bin ich so mehr so Schwarz-Tante, ne? Ich trage eigentlich gerne schwarz. Also muss ich dazu sagen. Ne? Aber okay, verkehrt rum. Lesen bildet, sollt ihr auch gucken. Ne? Also ich finde das Design cool, muss ich dazu sagen. Alter, der ist doch mal funkelt, wa? Der funkelt mal, wa? Krasse Scheiße, echte. Ausdrucksweise, Entschuldigung. Ne? Der ist doch mal heftig. Da machen wir mal ein bisschen, ne? Ja. Siehste, jetzt funkel ich. Siehste, jetzt funkel ich wie ein Tannenbaum, aber Weihnachten ist ja leider schon zu Ende. Oh, Scheiße. Wo ist meine Melanie? Wo gammelt denn die schon wieder rum? Und wie gesagt, das sind super Produkte. Es gibt für Mann und Frau Beauty und weiß der Geier, Creme, Masken, all, Pipapo, alles, was es so gibt. Ne? Wenn es Weiber gibt, die jetzt hier live sind, die sich dafür interessieren sollten, die Caroline Bergmann, die macht das. Die macht das auch beruflich. Die kann für einen Typ, egal wie du aussiehst, kann die dir Farben geben und ne, die macht dir das echt top. Meine erste Palette hat sie bei mir auch gemacht. Kann ich nur sagen, echt mega. Ne? Und die stimmt deinem Farbtyp ein. 1A. Geht. Ne? Und wie gesagt, ne? Also sie hat auch eine Seite, wo ihr dann gucken könnt. Und wie gesagt, ich kann sie euch in die Kommentare verlinken und das kann ich dann alles machen. Ne? So. Ja. Die Melanie ist ja natürlich wieder nicht da, die Hexe. Ne? Und bei ihr ist es auch, ich kann euch die Seite auch, die macht wirklich wunderschöne Sachen, ne? Kann man nur sagen, sie näht viel und mit Herz. Ne? Die hatte so eine Aktion auch für Tiere gehabt, da hat sie extra eine Zeit lang für Hunde was gemacht, ne? So Taschen und, oh, weiß nicht, alles. Die macht auch Leseknochen und weiß der Geier. Ne? Ja, und wie gesagt, und dann hat sie so Katzenkränze gemacht und dann, oh, ich fand die so süß, die Katze, ne? Ja, und ja, der entspannt sich auf dem Sofa und guckt sich ein Let's Play an zu dieses eine Spiel, was er da hat irgendwie, keine Ahnung, weiß halt auch nicht alle. Jedenfalls, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, ich render gerade noch ein Video. Mache ich auch noch gerade, dass mal meine Weihnachtskugel bei YouTube reinkommt. Bin da gerade bei. Brauche ja nur ein bisschen Schnippel-Schnappel machen, ne? Und dann kann ich das auch hochladen. So. Kinders, treibt es nicht zu bunt. Ich möchte keine Klagen hören. Ne? Und ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Fühlt euch gedrückt. Ich hab euch lieb. Ciao.